dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen und hallo zum Money Express. Es gibt heute wieder Geld zu gewinnen, ganz klar. Wir haben heute aber ein neues Spiel geplant. Schauen Sie sich's ganz genau an. Ich erkläre es Ihnen. Starte aber trotzdem, ohne Zeit verlieren zu wollen, gleich mal unsere Leitungen. In 3, 2, 1, los geht's. Ab jetzt sind Leitungen geöffnet für Sie, und zwar die Nummer 2 oder die Nummer 5. Zu tun ist Folgendes. Klar, hier steht's ja schon schön in der Liste. Erstmal eine deutsche Stadt. Wir geben Jena vor. Jetzt müssen Sie mir einen Beruf nennen. Mit 4 Buchstaben. Und es darf sich kein Buchstabe an derselben Stelle wiederholen. Der Platzhalter auf Stadt, Land, Fluss getrimmt sozusagen. Und wenn Sie eine Lösung haben, dann sagen Sie es mir bitte jetzt live in der Sendung. 01379696969 ist die Nummer aus Deutschland. Oder 09010777 und dreimal die 8 aus Österreich. Ich bin gespannt, wie schnell wir hier heute durchkommen. Denn leicht ist es natürlich nicht mit der Einschränkung, dass Sie jetzt hier in jeder Zeile eben ein bestimmtes Wort finden müssen. Jedoch im Moment noch relativ große freie Auswahl. Der Beruf, den Sie nennen, der darf jetzt nicht mit J anfangen. Es darf kein E an der zweiten Stelle stehen, kein N an der dritten und kein A an der vierten. Wenn das auf Ihre Lösung zutrifft, bekommen Sie den Inhalt des Geldbeckens netto und steuerfrei. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch gar keine Lösung. Welche Berufe gibt es denn überhaupt mit 4? Billig, der passt hinein. Ich hätte den Koch gehabt. Aber du hast auch recht. So, dann zählen wir mal durch, wie viel jetzt der Arzt dir nach Hause bringt. Ich muss morgen zum Zahnarzt gehen. Unbequem. Ja, mir ist ein Stück vom Zahn abgebrochen. Gelöst. Und jetzt ganz schnell das Tier mit 4 Buchstaben. In 3, 2, 1 geht's los. Bitte schön, die Leitungen sind wieder geöffnet. Nummer 2 oder Nummer 5. Wer trifft als nächstes? Als erster zum richtigen Augenblick. Dann klingelt's hier nämlich. Ups. Jetzt schmeiße ich hier den Geldstapel weg und alles fällt runter, nur 3 Scheine bleiben oben. Ach ja, einmal will ich ordentlich sein und es funktioniert einfach nicht. Und die ersten 15 Euro, da hast du auch mitgespielt. Nee, ich habe nur zugeguckt. Es geht wieder los, wir suchen eine Automarke. Ja, welche? Das müssen Sie mir sagen. Eine deutsche Automarke oder irgendeine andere, da gibt es keine Einschränkung. Es darf sich eben einfach nur auch hier kein Buchstabe an derselben Stelle wiederholen. An 2 Gewinner. Darf ich Ihnen mal was sagen? Ja. Dass ihr die bisschen mehr Abwechslung macht, halt einfach mehr Spaß. Genau. Ja, und jetzt hat es auch geklappt. Dann bleiben Vielen Sie Dank. Dran, ja? Tschüss. Tschüss. So, Leute, wir spielen noch mal weiter. Ich hoffe, das mögen auch andere Kandidaten, dieses Spiel, weil jetzt ein Vorname mit M. Ach so, ein männlicher Vorname. Oh, ich dachte schon, Miriam, Miri, passt rein. Aber es gelten ja keine Abkürzungen. Okay, ich starte mal. 3, 2, 1, los. Und Sie lösen. Ja, ich habe jetzt endlich so eine glänzende Leggings. Ganz lange habe ich danach gesucht. Heute habe ich sie gefunden. Eigentlich nicht, oder? Nee, es ist... Beim Ausgeben, Mensch, da bin ich aber jetzt richtig neidisch. Fast 400 Euro. Na, dann starten wir jetzt mal mit dem Tier, das gesucht wird. In 3, 2, 1 geht's los. Und Sie können jetzt gewinnen, wenn Sie eine Lösung haben, die noch passt. Was passt noch? Wollen wir heute ausgeben? Diese Partymusik. Aber so weit sind wir ja zum Glück noch nicht. Jetzt geht's ja nur um das Tier. Wer hat's? Oder? Hallo? Hab ich gar nicht gehört. Wer ist denn da? Hallo? Jetzt haben sie aufgelegt. Gleich nochmal. Komm, bis spätestens um 9:30 haben wir das erledigt, oder? Das Tier geht doch noch am einfachsten. 3, 2, 1, wir starten wieder. Klar, Sie müssen jetzt... Also komm jetzt. Tiere gibt es doch ein paar mit 4 Buchstaben, oder? Okay, der Puma, der passt jetzt ausgerechnet nicht. Ja? Die Ente, die passt auch nicht, was? Oh, nein. Willkommen bei Money Express. Wer ist denn da? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist die Anita. Anita, überrascht, dass es geklappt hat. Und wie? Und wie? So, was kommt raus? Das Geld wartet. Maus. Ja, das. Obwohl, nein, der Hase. Nein, die Maus geht auch nicht.
ist es vielleicht doch viel komplizierter, als ich dachte. Ich meine, ich habe ja auch nichts, aber es sieht jetzt nicht so schwierig aus. Irgendwie ist alles falsch. Ich starte nochmal. Sind die Buchstaben so bescheuert angeordnet jetzt hier oder was? Wir probieren es nochmal. 3, 2, 1 und los. Konzentration. Nix mehr. Also, Hase, Maus, Ente, Elch, alles falsch. Ich warte. Der hat's. Ja, die Leitungen sind freigeschaltet. Falls Sie gerade dazu geschaltet haben, ja, denken Sie nach. Wir spielen heute mal ein bisschen einen abgewandelten Platzhalter. Was ganz was Neues. Ich brauche jetzt im Moment ein Tier von Ihnen. Sind Sie da jetzt irritiert von, dass es jetzt hier heute ein bisschen anders gemacht wird? Ich meine, die Monika, die den fortgelöst hat, die hat gesagt, ja, endlich ein Platzhalter, mal auf eine andere Weise gespielt. Nicht immer nur mit S oder mit B oder mit E. Aber offensichtlich ist es jetzt schon zu kompliziert, diese Abwandlung. Es gibt keine übrige Antwort mehr. Puma und Maus haben wir gerade eben gehört. Zweimal innerhalb kürzester Zeit. Dazwischen ist ein 500er dazu in unser Becken gefallen. Und ja, normalerweise wären wir jetzt schon wieder beim nächsten Spiel. Ja, erste Antwort, wenn die richtig gewesen wäre, hätten wir jetzt die Automarke schon wieder gehört und würden komplett bei was anderem schon wieder sein. Naja, was soll's. Jetzt kriegt halt einer wieder ganz viel auf einen Schlag. Die Gewinnsumme von mittlerweile 2 Spielen befindet sich im Geldbecken. Ich brauche eine Lösung von Ihnen, klar. Einfach so abbrechen werde ich das jetzt hier nicht. Aber es geht. Oder? Ich meine, mir fallen nur Sachen ein, die nicht mehr gehen. Aber das heißt ja nicht, dass es jetzt keiner weiß. Nur weil ich es nicht habe. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Erklärt habe ich alles. Es darf sich kein Buchstabe an derselben Stelle wiederholen. Sie dürfen keine Abkürzungen nennen, keine Fremdwörter nennen. Und ja, ab 18 dürfen Sie hier anrufen und mitspielen. Unter 18 geht es nicht, weil dann werden keine Gewinne. Auf den Moment klingelt es hier und Sie haben schon fast gewonnen. Sie müssen natürlich auch richtig antworten. Nicht Puma sagen, nicht Maus sagen und auch 2 andere Tiere, die ich jetzt im Kopf gehabt hätte, die gehen auch nicht. Ich habe jetzt hier gerade ein Problem. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ja, stimmt, der geht auch nicht. Ah, das darf ich jetzt wieder nicht sagen, oder? Ja, komm, das sage ich jetzt. Affe, bitte, Vorsicht, der Affe. Ein neuer Platzhalter. Auf Stadtland losgetritt. Kriegt das jemand hin, ein Tier zu nennen, bei dem sich kein Buchstabe an derselben Stelle wiederholt? Klingelt's? Kommt schon. Also, dass es keiner weiß, das glaube ich immer nicht. Aber es ist schon echt ganz schön kompliziert, ja, muss man sagen. Muss man sagen. Mir fällt es immer auch ganz schwer, mich neben ein Spiel zu stellen, von dem ich schon die Antwort weiß. Was ich überhaupt nicht schwierig finde, dann kann ich nicht behaupten, dass es schwierig ist. Aber hier habe ich selbst keine Ahnung. Sie? Passiert's jetzt? Aktion. Warte. Schauen Sie mal das Becken schon wieder an. Herzlich willkommen. Wer ist denn am Telefon? Hallo, hier ist Stefanie. Stefanie, jetzt kommt. Sie hat... Bitte. Es muss jetzt klingeln. Irgendjemand muss es doch wissen. Kann doch nicht jedes so gehen wie mir. 1000 Antworten im Kopf und keine passt. Oh Gott, jetzt Musik aus. Und? Gucken Sie mal da. Das R im Fort. Ich werde verrückt.
Der Wurm geht auch nicht. Auf den wäre ich überhaupt nicht gekommen. Ich hätte jetzt Affe gehabt, der geht nicht. Der Elch geht nicht, die Ente geht nicht. Der Hund geht nicht, der Hahn geht nicht, der Puma geht nicht, die Maus geht nicht. Der Wolf geht nicht. Stimmt, der Wolf geht auch nicht wegen dem Fort. Der Wurm geht... Also es geht ja überhaupt nicht. Soll ich wirklich starten? Der Spatz hat doch 5 Buchstaben. Ich war jetzt erstmal vom Arzt hier oben irritiert wegen dem Z, aber dann passt dich rein. Ja, falls ihr jetzt von Spatz auf Fink kommen, ja, geht ja auch nicht. Thank you.